Das Bild einfach darüber hängen. Ja, bis wir der Katze was zu fressen gegeben hat, ist sie verhungert. Okay, was haben wir im Inventar? Also die Statuetten werden wir nicht mehr brauchen. Das Gemüse werden wir auch nicht mehr brauchen. Was wir brauchen, ist vielleicht das Glas mit Alkohol. Ach, da ist jetzt Alkohol drin. Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lilly so gerne spielte. Haben wir ein Rasenmäher gesehen? Moment. Gemüse? Was meinst du mit Gemüse? Haben wir irgendwo ein Rasenmäher? Mit dir alles in Ordnung da drin oder bist du mittlerweile gestorben? Okay, er ist noch da. Gut. Ciao. Kein Rasen mehr. Liga-Boy, ich kann da was machen. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten. Hast du Gemüse gesagt? Ich habe kein Gemüse, nein. Blieb. Ja, ich habe noch den Sprengstoff, aber ich weiß ihn nicht einzusetzen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, was hältst du davon? Ich könnte ihm den Sprengstoff geben. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Dacht Lilly musste mir wohl fast einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Wie beeindrucke ich denn ihn? Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. Das ist nicht wahr. Löst ganz viele Probleme. Und zwar aus. Shawnee schien nicht. Nein. Lilly musste wohl ein. Paramilitärisch? Tarisch? Para-veganisch? Paranormales Militär? Ja, das finde ich auch. Ich habe Gemüse gesagt. Ich weiß doch nicht, was ich sage. Ich bin immer noch frustriert. Frustriert ist zu viel. Ich bin immer noch leicht peinlich berührt wegen dem Rätsel da immer noch. Das ärgert mich selber, dass ich das nicht hinkriege. Sowas. Da werden wir nichts machen können. Irgendwo habe ich was übersehen, vergessen. Ach, wisst ihr, wo wir jetzt die ganze Zeit noch nicht waren? Wir waren noch nicht oben bei unserer Nähmeisterin, die ist aber noch da. Lilly entschied, Birgit in Ruhe zu lassen. Die strebsame Hast du Bock, mal deine Nerven zu beruhigen? Lilly entschied, die strebsame Was könnte ich. Könnte ich irgendwas kombinieren? Lilly hatte gehört, in diesem Fall. Lilly hatte gehört, dass in diesem. Ich könnte nochmal anquatschen. Also, der hat ja nichts zu reden. Ich komme auch nicht durch die Tür, das heißt, ich kann hier auch nichts machen. Hallo, wir müssen schon die ganze Stadt sprengen, um die Mädels zu beeindrucken. Ja, das stimmt wohl. Das ist wohl wahr. Ching, ching. Hat denn die Mutter Oberin was zu sagen? Nochmal was Neues. Lass mich allein. Ich bin durch mit euch Kindern. Na gut. Apropos, ich hab das Wappen gar nicht mehr, ne? Hier fehlte, und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Oh, apokalyptisch. Hab ich irgendwas übersehen? Nee. Doris, hilfst du mir kurz aus der Patsche? Du schon wieder? Ja. Du sollst außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi.
Oh mein Gott, ja, okay. Ja, ich bin so ein Idiot. Danke, Mini. Danke. Weiß ich nur gerade nicht mehr, wo die sind. Wo sie? Da. Natürlich. Ich bin ein Vollidiot. Natürlich. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf. Dankeschön. Sting! Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und der ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell! Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steh da doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Oh nein. Also danke schon nochmal, Mini, für den Tipp. Mit der Kraft der Liebe. Ja, aber wir sollten erstmal... Die Haarnadel funkelte verführerisch. Aber um sie herauszuziehen, musste Lilly erst einen bombensicheren Ort finden, um sich des Sprengkopfes zu entledigen. Oh nein. Ja, irgendwie kriege ich gerade abrupt Bauchweh. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wir sehen gleich einen Gnom. Mach niemals Scherze in diesem Spiel. Ja, jetzt kommen meine blöden Sprüche wieder zurück und zwar mit Volldampf. Tut mir so leid. Ich guck nur ganz das vorsichtig. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Oh nein, ey. Was ist das? Nichts. Was hast du da? Gar nichts. Ich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Ja. Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Warte, ich will das. Oh Mann. Ach, du heilige Scheiße. Es tut mir so leid. Es tut mir einfach so leid. Es war nur ein Scherz. Es war doch nur ein Scherz mit dem Sprengstoff. Der Ofen war schwarz und leer. Jetzt wie der ist er leer, Spiegel, ja. Von dem Lilly immer träumte. Ach, come on. Es war ein Unfall. Ich schwör. Ich konnte nichts dazu. Das war ein schicksalhafter. Ja. Niemand mag Mitläufe, er musste gehen. Okay, das ist aber auch ziemlich hart. Er hat nur ums Überleben gekämpft. Perfekt. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Er wollte doch nur zu irgendeiner Gruppe passen. Nein, stopp. Ja. Ich geb dir Alibi. Mir musste keins geben. Mich hat keiner gesehen, dass ich ihn gesprengt habe. Das ist nur eine Sache zwischen ihm und mir gewesen. Oh mein Gott, der arme Kerl. Kann ich nie, ne? Das wird nicht gehen. Das wäre jetzt zu optimistisch. Das war sicher nicht das. Nee, und so lange. So, jetzt können wir hier das Rätsel des Grauens beenden. Jetzt habe ich nur vergessen, was für eine Maske soll da noch hin? Muss mal kurz da durchscrollen. Wo hast du es geschrieben? Also, Kokosnuss hier schwütend. Okay, alles klar. Ey, ich war... Ich hab... Nein.
Ich habe nichts Böses getan. Gut, da. So, und jetzt müssen wir mit dem hier wieder reden, wahrscheinlich, ne? Kokosnusshirsch und wütend. Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Was im Obacht? Hast du zufällig Tempelrittergrab? Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Bin ich aber froh. Ah, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole. Oh nein, das ist so eine Art Rätsel, geht weiter. Und jetzt lass mich bitte allein. Oh, Scheiße. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Aber das sind doch wir. In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Na dann. Also ja, du hast vollkommen recht. Eigentlich bin ich ja an gar nichts schuld. Ich befolge nur die Befehle unserer Schwester Oberin. Sie ist die Befehlshaberin hier und sie hat befohlen, dass ich die Termiten wegbringen soll, dass ich die Sachen umgraben soll, dass ich vielleicht jetzt das Futter besorgen soll. Da kann ich nichts dafür. Ich befolge nur die Befehle unserer Meisterin. Wo muss ich nochmal hin? Ach so, ja, in die Kapelle. Ey, Chef, ich hab da was. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Das geht schon. Bitte was? Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaft lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden ist. Ach so, okay. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslüfte. Das ist wieder so eine Art Rätsel, ne? Das direkt unter dem Wappen des Klosters. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab's vorhin gesagt. Sotoko ist der gleiche böse Mist für mich. Wie viel solche Rätsel sind noch in dem Spiel? Jetzt mal ernsthaft, Mini. Wie viel solche Rätsel sind noch drin, damit ich mich psychisch darauf vorbereiten kann? Ich muss erst mal in die Therapie dann gehen. Das ist aber einfach. Ja, ja, ja. Mal gucken. Was muss ich denn da machen? Achso, okay, so funktioniert das. Aber was hat's denn hier mit diesen Pfeilen auf sich? Ach so. Okay, warte mal. Kann man mir das vorlesen? Nein, okay. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie der Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren. Da. Okay. Von einem Wappen der Wendehalslöwen.
nicht möglich. Es ist nicht möglich, die Grabkammer. Okay. Das direkt unter dem Wappen des Kleeschweinschlosses lag. Das Kleeschweinschloss, das hier? Noch nicht den Text lesen. Samstags ist Doku, Alex? Nee, sei mir nicht böse. Da bitte, wie soll den Text nicht lesen? Wie soll ich das sonst lösen? Ach so, warte mal. Okay, alles klar. Sudoku, okay, alles klar. Sudoku, so Sudoku. Das heißt, es muss ja jetzt, sind das hier, das muss dann hier, denke ich. Nee, warte mal, aus, stopp. Das hier muss da rein. Das hier, was haben wir hier noch übrig? Der Wendehals. So. Da jetzt der Wendehals, glaube ich, muss jetzt das da rein und das da rein und jetzt muss ich check nie, was das für ein Symbol sein soll. Muss Löwi da rein und dat da rein. So. Jetzt muss dat da rein und. Moment, ich bin komplett. Achso. Und da rein und jetzt fehlt noch das letzte Symbol. Was fehlt denn da jetzt noch? Was fehlt denn da noch? Der Löwe. So. Haben wir? Huch, was ist denn jetzt? Okay. Hey, Sudoku. Haha, easy. Überhaupt kein Problem. Entschuldigung. So, und jetzt muss ich was muss ich jetzt mit diesen Fetzen da machen? Was? Text lesen. Okay, jetzt lese ich nochmal. Okay. Also, hernach muss nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen des Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen des Kleeschweinschlosses lag. Also mussten sie irgendwo rechts davon platziert werden. Okay, jetzt macht mein Kopf gerade Rebellion, weil ich jetzt nicht schnall, was es mit diesen Pfeilen auf sich hat. Weil wenn das jetzt nach rechts ist, ist das ja alles nur noch nach unten gezeigt. Okay, die Schlangenzugehörigkeitsorten bestand darauf, dass ihr Wappen nirgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das veränderte zwar die Bruderschaft der Unförmigkeit Holz. Eule, die ihr Wappen direkt unter den entsprechenden Bodenplatten platzieren hat. Okay. Aber schließlich setzen sich die Schlange. What? Unter großem Protest platzierten die Kehlschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und musste überdies die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier des Wende unter einem weiteren. Hä?
Muss ich das hier anordnen? Ich kann das nirgendwo. Jetzt lass mich doch mal weg da. Symbol auf Symbol. Auf der anderen Seite. Was? Ach so. Ach du grüne Neune. Jetzt, okay. Ach du meine Güte. Macht mir doch nicht sowas. Hä, wieso ging das jetzt nur hier? Hä? Ich kann das nirgendwo anders platzieren, oder was? Ist das so einfach, dass ich gar nicht... Hä? Warum habe ich denn jetzt das in der Hand? Warum nochmal? Okay, stopp. Aus. Okay. Letzte Rätsel am heutigen Abend. Der Pfeil auf den Zettel hilft dir ein bisschen. Gut hat das, ja? Aber den kann ich auch nirg... Wieso kann ich den jetzt nur da hinlegen? Ach, da geht's auch. Ich kann den nur... Ich kann den nur in dieser Kombination. Ach so, Moment mal. Das heißt, dann kann ich das Ding hier. Was ist da drauf? Ach, diese Symbole, ne? Als ob ich mir die merken könnte. Das heißt, ich kann theoretisch das da nur dahin legen. Oder. Nee, andersrum geht's nicht. Ich kann die Dinger ja nicht drehen, ne? Also, ich kann das ja nur dahin legen. Und das da kann ich nur dahin legen. Und das da kann ich dann nur... Warte. Und jetzt? und jetzt? Habe ich das jetzt gelöst? Nee. Tutorial. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Boden. Das haben wir. Also. Ich gehe mal davon aus, wir müssen von oben nach unten arbeiten, oder? Danach muss ich noch die Position. Okay. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosters war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen des Wendehalslöwens zu platzieren. Das direkt unter dem Wappen des Kleeschwanzloses lag. Also mussten sie irgendwo rechts davon platziert werden. Warte mal, Wappen des... Links? Also, ist das die richtige Position? Oder warte mal, links von dem Wappen des... Platzieren, das direkt unter dem... Nee, irgendwo rechts davon. Geht schon wieder meinen Kopf nicht los. Das ist nicht meine Logik. Ja, wir können hier jetzt wir könnten jetzt hier uns zubauen, aber das bringt doch auch nichts. Der heutige Abend ist ja zum Glück gleich vorbei. Ja, das ist, ich sag ja, das ist... Ah. Ich will das jetzt endlich, ich will das einfach verstehen. So, also die Grabkammer links von einem Wappen des Wendehalslöwen. Links von einem Wappen.
platzieren, das direkt unter dem Wappen des Kleeschwein-Schlossers lag. Also müssen sie irgendwo rechts davon platziert werden. Also muss das jetzt rechts von denen hier platziert werden? Ich verstehe das nicht. Ich hatte es fast. Ich hatte einfach nur wüst Sachen gelegt, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier veranstalte. Ich versuche gerade nur anhand vom Ausschlussverfahren zu gucken, wo ich überhaupt was hinlegen kann. Das ergibt aber keinen Sinn. Ich muss doch da oben anlegen und das Ding muss doch da runter. Und das muss doch darüber. Aber was habe ich denn jetzt damit gewonnen? Die Schlange bestand darauf, dass das Wappen nirgendwo oberhalb der geheimen Zugangs lag. Das verärgern zwar die Bruderschaft der unförmigen Holzkeule. Ach man, könnt ihr ihnen einfach mal stinknormale Namen geben? Ihr Wappen direkt unter dem entsprechenden Boden. Aber schließlich setzen sich die... Ach. Holzeule direkt über der Grabkammer. Was ist denn die Grabkammer? Die muss ich ja finden. Was ist... Sorry, aber ich check grad nicht, was soll denn hier die Grabkammer sein? Boah, da kommt doch direkt aus der Hölle schon wieder, ey. Hast du einen kleinen Teil erfolgen, dann wirst du sofort wieder in den Hintern getreten. Ei, Karamba. Die Eulen sind direkt drüber? Okay, warte mal. Es stand darauf, dass das Wappen irgendwo oberhalb der Geheimzugangs lag. Der Schlangenzungenbärenorden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des Zugangs lag. Das verärgert zwar die Bruderschaft der unförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter den entsprechenden Boden lag. Okay. Das heißt... Ich kann das ja nur... Irgendwo oberhalb des Geheimzugangs. Und da ich das ja nur... dahin setzen kann, muss das ja hier stimmen, korrekt? Ich kann das ja auch nur hier setzen. Ne, hier geht's noch. Ne, das macht aber keinen Sinn, weil dann bin ich ja... Das macht überhaupt keinen Sinn, weil es ja oberhalb des Geheimgangs ist. Eule darauf und dann die Schlange? Was? Da ist noch eins. Wieder ist noch eins. Was meinst du denn, da ist noch eins? Wir reden hier von den drei Zetteln, oder? Ja, links daneben. Ja, der hier. Oder? Ja, das hatten wir schon mal. Und dann das dahin. Aber wo ist jetzt der geheime Zugang? Ohne Abstand? Wie ohne Abstand? Wie soll ich das ohne Abstand machen? Kann das doch nur... Wie soll ich das denn ohne ab... Hä? Genau, also das... Okay, stopp. Langsam. Wir müssen jetzt mit dem Delay arbeiten. Ich schnappe mir jetzt das hier. Wo muss das jetzt hin? Machen wir Stück für Stück. Weil das Problem ist, dadurch, dass ich jetzt mit Delay arbeite... oder die wir Delay haben, dann werden wir permanent aneinander vorbeireden.
Das hier. Wo muss das hin? Ich guck noch mal, welche Möglichkeiten ich habe. Links unten. So. Okay, und das muss dann dahin. Korrekt. Okay. Und das bleibt da. Das hier bleibt da. Ein grausames Rätsel gerade schon wieder. Neben den ersten Zettel. Ja, ja, das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens ewig. Stopp. Darf ich mal? Nein, ich will... Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lilly endlich Garrett aus der Reserve locken. Lilly kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn! Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert! Ein echtes Templerschwert! Ich werd verrückt! Mann, das sitzt aber fest! Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lilly war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Ah, herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Wir haben zu viele Gnome hier am Start. Definitiv zu viel Gnome. Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus! Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Ja. Ey, Moment! Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Natürlich. Du kannst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Das soll ich mir jetzt bis zum nächsten Mal merken. Du bist ja lustig. So, pass mal auf. Du hast mir das jetzt nochmal geschrieben. Ich probiere das kurz nochmal nachzuvollziehen. Wir machen jetzt mal Pause auf YouTube. Ich mache jetzt die Aufnahme aus. Es geht in der nächsten Aufnahme weiter. Vielleicht gibt es einen Schnitt und ich bin gleich wieder da. Wir werden sehen. Gehabt euch wohl. Und ich versuche jetzt nochmal im Hintergrund das Rätsel zu lösen. Das interessiert mich jetzt. Bis denn.